Hey, Johannes hier von newgadgets.de auf der IFA 2013 und wir schauen uns hier bei Lenovo das neue S5000 Tablet an. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich sehr leichtes und dünnes Tablet. 7 Zoll Display, wir haben hier eine HD-Auflösung und eben die eigene UI von Lenovo. Ihr seht, wir haben hier ein Aluminiumrahmen, sieht sehr schön aus. Hier hinten ist Kunststoff, aber es sieht ein bisschen aus wie Aluminium. Das Lenovo-Logo, 5 Megapixel Kamera hier. Dann hier noch den Kopfhöreranschluss, Powerbutton, Lautstärketaste. Und ja, ich muss wirklich sagen, wenn ich das jetzt so in der Hand halte, es ist wirklich super leicht. Welches Android haben wir hier drauf? Da gucken wir mal kurz. Das finden wir da eigentlich raus. Hier über die Einstellungen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Vielleicht bin ich blind da. Settings, so. Da, 4.2.2. Und ja, es wird nur 199 Euro kosten, was auf jeden Fall ein super Preis dafür ist. Es wird auch noch eine 3G-Version kommen, die dann eben ein bisschen mehr kostet. Wir haben hier 16 GB Speicher für den Benutzer und 1 GB RAM für das System und einen Quad-Core-Prozessor von MediaTek mit 1,5 GHz, was ja auch auf jeden Fall ausreicht für Spiele, Anwendungen etc. Und das ist ein 7 Zoll Tablet, sehr elegant von Lenovo, gefällt mir sehr gut. Hier, das ist natürlich ein Fingerabdruckmagnet, sieht aber eigentlich ganz cool aus. Gehen wir mal kurz nochmal hier unten rum. Da haben wir hier einmal den Micro-USB-Port und eben ein eingebautes Mikro. So, das ist das S5000 hier auf der IFA 2013 in Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video auf YouTube einen Daumen hoch gebt und meinen Kanal abonniert und keines meiner IFA-Videos verpasst. Also bis dann, ciao!